Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem neuen Freitagsvideo. Vertriebler, aufgepasst, ich habe ein spannendes Thema heute wieder dabei, nämlich Cross- und Upselling, vom ungeliebten Stiefkind zum Dornröschen im Vertrieb. Und Dornröschen will ja bekanntlich wachgeküsst werden. Und im übertragenen Sinne geht es genau darum heute. Ich habe natürlich wieder ein passendes Zitat dazu mitgebracht. Es stammt diesmal von Joss Billings. Sei so hartnäckig wie eine Briefmarke. Bleib so lange dran, bis du an deinem Ziel bist. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie hartnäckig setzt Ihr Vertriebsteam denn heute Cross- und Upselling für Ihre Kunden um? Ja, Sie haben richtig gehört. Für Ihre Kunden. Warum dem so ist, dazu kommen wir später noch. Haben Sie Checklisten genau dafür, also für das passende Cross- und Upselling, und setzt Ihr Team diese auch konsequent ein? Was meine ich jetzt mit Upselling und Cross-Selling? Nochmal ganz kurz auseinandergehalten, die beiden Begrifflichkeiten. Beim Upselling verkaufen Sie dem Kunden eine teurere Version des gewünschten Produktes oder der Dienstleistung. Das kennen Sie beispielsweise, die Saisonkarte statt dem Einzelticket oder das Maxi-Menü statt dem Sparmenü oder auch das Zimmer-Upgrade im Hotel oder die Premium statt die Basismitgliedschaft. Beim Cross-Selling hingegen verkaufen Sie dem Kunden etwas Passendes dazu, was den Kunden Nutzen mehrt. Den Kunden Nutzen mehrt. Auch das bitte mal ganz kurz im Kopf behalten. Cross-Selling weckt also gezielt den unbewussten Kundenbedarf. Und wir unterscheiden generell beim Cross-Selling in drei Bereiche. Und diese drei Bereiche möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen. Der erste Bereich sind sogenannte notwendigen Ergänzungsprodukte, also Batterien oder Kabel, um das Produkt überhaupt nutzen zu können. Es wird uns immer dann bewusst, für alle, die Kinder haben, wenn sie Spielzeugauto schön verschenken, die leuchtenden Augen des Kindes erwarten und dann feststellen, dass die Batterien dazu fehlen. Der ein oder andere hat vielleicht jetzt auch noch etwas erwachsenere Vorstellungen, aber die behalten Sie gerne bei sich. Es gibt zweite Kategorie, sind komplementäre oder ähnliche Produkte. Also die Handyhülle beispielsweise zum Schutz des neuen Handys. Oder Sie haben sich gerade neue Autobahnvignette für die Schweiz zum Beispiel oder für Österreich gekauft und wollen die alte abkratzen. Und spätestens dann fällt Ihnen auf, Sie wären dankbar gewesen, wenn Ihnen an der Tankstelle jemand gesagt hätte, dass es dort einen ganz einfachen Kratzer für nur wenige Euro oder Franken gibt, um das ganz einfach wegzutun. Und eben nicht mühsam abzukratzen und dann noch Reste zu finden. Oder auch den Notausgangssitz für mehr Beinfreiheit im Flugzeug ist ein Beispiel für ein komplementäres oder ein ähnliches Produkt, was Sie im Bereich Cross-Selling dazu verkaufen können. Und es gibt die dritte Kategorie, sogenannte ergänzende Dienstleistungen. Also zum Beispiel, wenn Sie sich den PC, das Notebook oder was auch immer oder den Beamer gekauft haben, die sogenannte IT-Installation. Oder auch die Lieferung Ihres neuen Fernsehers. Oder auch eine laufende Betreuung, die Sie sich dazu kaufen. Eine Service oder auch eine Wartungspauschale bei einem Leasingfahrzeug zum Beispiel sind auch solche klassischen ergänzenden Dienstleistungsbeispiele. Und deshalb mein Denkanstoß für Sie zum heutigen Freitag. Küssen Sie Ihren Kunden und Ihr Team heute wach. Und zwar aus dem Dornröschenschlaf, wie der Eingangstitel schon gesagt hat. Denn beide brauchen Ihre Unterstützung als Führungskraft im Vertrieb. Cross- und Upselling, und das ist ganz wichtig, das bitte ich nochmal zu bedenken, beginnt immer mit dem eigenen Mindset. Und Mindset heißt auch Ihr Mindset. Ihr Kunde hat das Recht darauf, weil es ihm nutzt. Alles andere ist, und die mit mir schon länger arbeiten, die kennen dieses Wort, unterlassene Hilfeleistung. Nämlich dem Kunden nicht das benötigte Cross- und Upselling zuteilwerden zu lassen, damit der Kundennutzen gemehrt und der Kunde letztendlich happy ist mit dem, was Sie für ihn erbringen. Bringen Sie Cross- und Upselling konsequent regelmäßig auf den Tisch und ergründen Sie gemeinsam mit Ihrem Team die Wünsche und die Bedürfnisse, aber auch den Nutzen für Ihre Kunden. So schaffen Sie ein Bewusstsein dafür und eröffnen vor allen Dingen auch Ihrem Team ganz neue Ertrags- und Umsatzchancen. Finden Sie dann auch mit dem Team gemeinsam die richtigen Cross- und Upselling-Produkte und kombinieren Sie die außerdem spannend zwischen Produkten und Dienstleistungen. Denken Sie auch daran, Ihr Team zu motivieren, und zwar wirksam über die richtigen Anreize für die tägliche Umsetzung. Neben den Anreizen ist es aber auch wichtig, dass Sie ein Commitment schaffen. Ein Commitment Ihres Teams, dass Cross- und Upselling nicht dem Zufall überlassen wird, sondern der Kunde ein Anrecht darauf hat, weil es sonst was ist? Genau, unterlassene Hilfeleistung. Definieren Sie gemeinsam im Anschluss mit Ihrem Team Ziele für das notwendige Cross- und Upselling. Und auch, wie Sie den Plan-Ist-Abgleich beispielsweise visualisieren wollen. Und geben Sie Ihrem Team auch die Chance, die wirksamen Hebel der Kommunikation dahingehend zu erlernen. Jetzt werden Sie sagen, welche Kommunikationshebel meint er denn jetzt ganz genau? Lassen Sie uns doch mal ein Beispiel geben. Wir denken mal an die etwas wärmere Zeit, an die Grillzeit zum Beispiel. Und Sie kaufen sich jetzt ganz stolz einen neuen Grill.
dann könnte Cross- und Upselling unter anderem heißen, aufgreifen, was der Kunde Ihnen verraten hat. Der Kunde hat Ihnen doch, wenn Sie die Bedarfs- und Bedürfnisanalyse richtig gemacht haben, eine ganze Menge darüber verraten, was er mit diesem Grill vorhat. Er möchte mit Freunden heute Abend spontan grillen und einen schönen Abend erleben beispielsweise. Dann könnten Sie zum Beispiel die Frage einstreuen, wir nennen es auch die Nur-oder-auch-Technik. Sie könnten zum Beispiel fragen, lieber Kunde, ja, möchten Sie denn nur den Grill haben oder möchten Sie ihn anschließend auch sicher verstauen, damit er vor Wind und Wetter geschützt ist, damit Sie ihn beim nächsten Mal genauso wieder einsetzen können. Also möchten Sie nur den Grill oder auch noch die passende Folie haben, Umrandung haben oder auch die notwendige Grillbesteck haben, was auch immer Ihnen da noch einfällt. Und ein weiteres wichtiges Prinzip dabei ist, Empfehlungen und Referenzen zu nutzen. Wir nennen das Prinzip der sozialen Bewährtheit. Also Prinzip der sozialen Bewährtheit, was meint er denn jetzt schon wieder damit? Das ist relativ einfach erklärt, indem Sie sagen, wissen Sie, lieber Kunde, die meisten Kunden oder 80% oder 90% der Kunden, die diesen Grill gekauft haben, Sie kennen das Prinzip von einem großen Online-Versandhändler, nur können Sie das genauso im stationären Handel und überall, wo Sie wollen, genauso nutzen, übrigens auch im Maschinenbau, egal wo, in einem etwas abgewandelten Prinzip funktioniert es da genauso. 80% unserer Kunden haben relativ kurz nach dem Kauf festgestellt, dass ihnen das oder das oder das Produkt noch fehlt. Und genau deswegen will ich nicht, dass Ihnen das genauso geht. Und habe mir Gedanken gemacht, habe Ihnen eine kleine Checkliste angelegt für alle Dinge, die die Kunden im Nachhinein schmerzlich vermisst haben und die möchte ich Ihnen gerne an die Hand geben, dass Ihnen das nicht so geht. Oder Sie geben eben in ähnlicher Art und Weise dem Kunden Ratschläge. Die meisten unserer Kunden kaufen auch. Was halten Sie denn davon? Cross- und Upselling-Erfolg braucht aber auch das permanente Training und vor allen Dingen auch die permanente wirksame Anleitung und auch das Einfordern dessen, nämlich das Arbeiten mit den Checklisten zum Beispiel. Wichtig ist auch, dass Sie dem Erfolg beim Cross- und Upselling hinterher die entsprechende Bühne geben. Also auch mit dem Team gemeinsam die Erfolge, die Sie erreicht haben, aufgrund der Mühen, die Sie eingebracht haben, auch richtig zu feiern. Wenn Sie mich jetzt fragen, ja, aber lohnt das Ganze denn überhaupt? Möchte ich Ihnen ein paar Argumente mitgeben, die Sie hoffentlich überzeugen. Cross- und Upselling sorgt unter anderem dafür, dass Sie eine höhere Kundenzufriedenheit erfahren. Es sorgt auch dafür, dass Sie eine wesentlich stärkere Kundenbindung haben werden. Es sorgt auch, und das ist sehr, sehr spannend und wird oft vergessen dafür, dass Sie aktive Empfehlungen von Ihren Bestandskunden, weil die ja wesentlich zufriedener sind, an potenzielle Neukunden bekommen. Sie werden feststellen, dass Sie eine höhere Wiederkaufrate haben. Sie werden auch höhere Deckungsbeiträge haben, wenn Sie beispielsweise Dienstleistungen mit Produkten clever kombinieren oder eben margenstarke Zusatzprodukte mitverkaufen können. Und es ist die schnellste Methode für profitables Wachstum, weil die Kunden vertrauen Ihnen bereits. Deswegen ist es ideal geeignet für alle Bestandskunden. Oder auch gerne mal für wiedergewonnene Kunden oder zurückgewonnene Kunden. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie Sie Ihr Team darauf richtig einschwören und wirksam anleiten können, dann rufen Sie mich doch an oder lassen Sie uns telefonieren, wie Jörg von Thorra immer so schön sagt. Ich freue mich auf unser Gespräch und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Freitagnachmittag.